Herzlich willkommen zu meiner Feuerkarte, aber gar nicht. Auf der Zombie-Welt hier, seien wir so ganz vorsichtig. Wir wollen hier ein bisschen absichern jetzt. Das heißt, wir müssen ein paar Dinge aufstellen. Die Zombies sind ein bisschen blöd, Anführungszeichen, zum Glück. Hat ja gesehen. Und wenn man die jetzt ein bisschen da reinlaufen lässt, dann sind die im Prinzip schon geschädigt, geschmerzt. Also geschädigt sei schon, die sind schon ein bisschen. Das hält die ein bisschen auf, wenn man so. So, wir brauchen Holz. Eigentlich Federn. Ich staune ja, dass wir heute noch gar keine gesehen haben, Zombies hier. Aber gut, ganz gut so. Weil es ihnen auch zu so kalt. Im Grunde brauche ich ein bisschen Klamotten, ein paar wärmere. Noch ein Nest, da können wir gleich mal gucken, ob da entsprechend was drin ist. Längerfristig gesehen brauchen wir Kochgeschirr, um bessere Speisen herstellen zu können. Nicht viel, aber immerhin. Meine Größe sind die Zombies. Gebäude sind ziemlich da oben schon. Also, Uhrzeit haben wir jetzt. 15 noch was. Das mal reparieren. Hier noch einen nassen Arsch hier. Einmal wieder sammeln Steine. Bären sind immer gut. Und Müll auch. Ein Rohr kann man gebrauchen, ne, später mal. War so ein schöner. Da ist ein See. Falls man da Schnee weggehen sollte. Was ich nicht glaube. Immerhin 7 Federn, ein paar Pfeile. Haben. Zehn Pfeile reichen nicht. Ich hatte fast 50 gehabt. Wir werden mal kurz gründen am Weglaufen hier. Da noch einer.
Wir werden mal sehen, was wir hier mit noch was fertig machen, ne? Also einen kleinen Fallen aufstellen, Türen ausbessern, die Türen noch bauen, Pfeile bauen. Man, das hält die auch nicht zurückhalten, aber halt länger als hier ist noch ein Schwachpunkt. Hier, die hier. Das heißt, nur noch eine Tür. Tür. Reparaturkit. Eimer. Spiel Eisen. Tür. Mein gut, auf die Tür könnte man verzichten. Seid mal ganz vorsichtig. Das heißt, wir brauchen Eisen. Schau bitte. Wir haben keine Wahl. Brauchen wir was. Schau, Schrott. Wir wollten noch Pfeile herstellen, ne? Und Stoff jetzt gleich mal gemacht. War immer einen sicheren Heim erstmal, ne? Halbwegs sicher, sagt man so, ganz vorsichtig. So, Pfeile. Ah. Leichtfahrer herstellen, wir herkriegen können. Normalerweise mache ich sowas nachts, weil da ist genug Zeit. Da schlafen sowieso nicht, erstaunlicherweise. Oh, ich habe Glas gefunden. Oder ist das Glas von der anderen Flasche gewesen? Das kann natürlich sein. Von der hier. Dann haben wir Glück. Dann können wir sagen, wir haben 5 Flaschen da. Und wir hätten ein bisschen Vorrat. Entschuldigung. Trübes Wasser. Das ist aber nicht schlecht. Ich meine. Naja, gut, ne? Guten Appetit, ne? Aber da muss man drauf kommen, ne? Wie gesagt, gewisse Dinge muss man nicht mitschleppen. Das lassen wir schön hier. Kann man Bäume pflanzen. Pfeile, Papier, können wir auch hier lassen. Mal bei der Schnee auch, das lassen wir hier, also Steine, Bären. Falls wir eben übernachten müssen, wir haben Hunger, haben wir Bären dabei, also das ist mal ganz wichtig. Gut, trocken.
Pfeile hätten wir erstmal. Die Dinger stellen wir später her. Runde soll man nicht so viel laufen, sondern wenn man ein Zombie kommt oder ein wildes Tier, dann haben wir zumindest ein bisschen Reserve zum Laufen. Ne? Und wir brauchen Eisenwerkzeuge, da brauchen wir noch viel Rohstoffe und die müssen wir leeren. Ich weiß ja nicht, wo der Stoff herkommt. Eben Benzin. Benzin kann man nicht gebrauchen normalerweise. Gut später für, naja, für brennbare Sachen, sagen wir so, aber weiß nicht, ob es gut ist, wenn man die Zombies brennen und uns und entsprechend Hütte anzünden. Ne? So ein Rohr kann man nicht wieder gut brauchen. Frag mich nicht wofür, aber irgendwie. Brauchen wir aber nicht. Und die habe ich gestern gesucht, oder im anderen Spiel. Und bald kommt der erste Hunger. Wie war so, was gehört habe? Die nächste kommt irgendwann wieder. Holz, 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 brauchen wir Holz. Macht aber auch einen Krach. Das macht mir ein bisschen stutzig, dass jetzt ja kein Kopfzombie da ist. Aber ist gut so. So können wir uns ein bisschen um das Bauen kümmern. Und Ressourcen sammeln. Brauchen wir viel Holz mit allem möglichen Zeug und das ist ganz wichtig, dass wir das immer haben, Vorrat. Holz, Federn, Steine, das sind die wichtigsten Dinge zum Anfang. Man kann damit alles herstellen. Verbandzeug braucht man auch, hat man ja gesehen, öfter mal gestorben, nur wegen Verbluten eigentlich im Prinzip. Tabletten können das Leben verlängern oder beziehungsweise auffrischen. Schon wieder halb 8 im Spiel, das ist schon ganz schnell ist er vorbei, ne? Wahnsinn. Sammeln ohne Ende, aber muss sein. Bären.
kann man nachts futtern. Wieder alle. Kaputt. Der Wahnsinn. Deswegen brauchen wir die Rohstoffe daneben im Lager, dass man sagen kann, kann reparieren. Holz sieht ganz gut aus. 10 Eier, da kann man schon ein bisschen was anfangen. Und 50 Beeren. Man kann auch Steine gewinnen, indem man auf Felsen klopft. Ne? Gibt auch andere Rohstoffe wie Eisen, Blei und all so ein Zeug. XP heißt Erfahrungspunkte, also mehr oder weniger, man levelt schon irgendwann auf. Na, neues Auto muss man durchsucht werden, ne? Bevor man das zerlegt, durchsuchen. Schimmeliges Brot. Darauf soll man Antibiotika herstellen können, irgendwann mal. Also sammeln. Ist ja meistens so, wenn man was braucht, findet man nichts. Zum Händler brauchen wir noch nicht gehen, da haben wir aktuell kein Bares, wir haben noch nicht gefunden. Kann natürlich mit dem Auto was finden. Das war jetzt ein bisschen Stoff und ja, auf dem Eisen. Oh, wir haben Durst. Und sollte was trinken, denn die Ausdauer lässt dann auch deutlich nach. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz Wasser, unser Handgepäck holen und dann mal für Speisen trinken. Mal gucken, ob wir das Glas wieder bekommen haben. Ja, sieht so aus. Das ist gut. Weil das war eine größte Sorge, dass wir dann nicht schlecht. Da ist also eine größere Hütte. Ich gehe von aus, dass da viele Zombies sind. Hier zum Beispiel ist ein ist. Ja, sieht aus wie Kohle, ne? Kohlebrocken, ja. Kann man mit Feuer machen, theoretisch, glaube ich sogar. Das ist alles Rohstoff, später mal. Mit R wird gleich leer gemacht. Wir müssen zurück. Oh, wir haben Geld gefunden. Na, noch mehr Geld. Gut, es ist spät. Wir müssen zurück. Der Weg ist noch nicht mal allzu weit, aber wir sind also unsere Ausdauer ist nicht besonders gut. Das heißt, wir müssen zurück. Und das können wir nicht gebrauchen, dass wir hier im Dunkeln mit 10 kommen verstärkt Zombies, so wie gestern. Und das ist nicht zu empfehlen. Also da uns aktuell besonders jetzt noch viele Dinge fehlen. Ne? Also jetzt kommt die Zeit, wo wir im Prinzip nachher
Und ausruhen. Grunde immer sammeln, sammeln, sammeln. Irgendwann wird man es brauchen, ne? Kohle. Da. Leeres Glas. Wir werden aber bald was essen müssen. Und das können wir auch überstellen. Das ist Blei, das ist Dings. Damit kann man aufbrechen, Schlösser. Kann man Mann behalten. Old Cash. Naja, schauen wir mal, ne? Bretter, Ei, Eisen. Schimmeliges Brot. Messing. Kann man Bäume pflanzen. Feder. So. Wir werden das Wasser kochen. Es ist genau 10 Uhr. So. Liebe Zuschauer, das soll es für euch gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss im Weg. Mal schauen wir morgen nochmal rein. Tschüss. Ich versuche mal jeden Tag eine Folge zu bringen. Erstmal. Mal sehen, wie es dann läuft. So, Ende Aufnahme.